Eine Wintersportart und wir sind gerne im Winter unterwegs. Die deutschen Springer bringen ihre Leistung. Wir wollen hoffen, dass wir heute vielleicht wieder am Podest stehen. Und deswegen gehen wir hier zum Leute kennenlernen und zum Feiern. Ja, jedes Jahr. Immer jedes Jahr hier, ja. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Ja. Originaltext ist das ein Flexaton, das ist ein Musikinstrument. Also wirklich richtig ja, aus dem Musikfachhandel. Ja, wir befinden uns im Sprengerlager, ähnlich zu vergleichen mit dem Motorenlager bei der Formel 1. Im Hintergrundbereich, wo sich die Athleten vorbereiten, warm machen, Besprechungen machen zum Sprung davor. Und hier richten wir auch die Ski her für den nächsten Sprung. Also hier wird nichts mehr speziell produziert. Also ich bin ja auch für die Skiwachsfirma unterwegs. Da gibt es natürlich dann Wünsche für die spezielle Situation, wenn es dann anfängt zu regnen oder zu schneien oder weil sie sehen, sie fahren irgendwo einen halben km hinterher, dann helfe ich natürlich gerne, egal aus welcher Nation. Da haben wir was zu arbeiten. Wir haben immer was zu arbeiten. Wir sind ja auch fleißig. Aber in diesem Fall haben wir wirklich die Aufgabe. Das IOC verlangt, dass wir keine Werbung auf den Ski haben. Und deswegen müssen wir die Skier entweder neu produzieren ohne Werbung oder sie entsprechend überkleben. Natürlich ein riesiges Potenzial. Wir haben das Potenzial noch nicht ganz ausgereizt. Ich bin durchaus überzeugt, dass wir gerade mit Skispringen in Deutschland auch wieder in Regionen zurückkehren müssen, wo wir herkommen. Ich denke hier vor allem an Oberhof, an Oberwiesenthal, Klingenthal sind wir schon. No, no, no.